Ja. Unbedingt. In der Tat. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. Wie konnte ein Kind das überleben? Der Krater raucht noch immer. Es ist ein Junge. 5 Finger, 5 Zehen. Das ist alles, was für mich zählt. Der Erbauer hat unsere Gebete erhört. Lass uns nach Hause gehen, Martha, und den Kleinen wie unser eigenes Kind aufziehen. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit. Ich bring euch hin. Verstanden.
Was? Ich... Oh. Oh. Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Ah, ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden Grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Das ginge mir an eurer Stelle ähnlich. Für mich jedoch ist es eine eher jämmerliche Empfehlung. Von der Zielperson gefangen zu werden, ist der Karriere eines aufstrebenden Meuchelmörders kaum förderlich. Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Na toll. Das zeichnet euch aus Ferelden also aus. Ihr verhöhnt eure Gefangenen. Wie grausam. Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Gar nicht. Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Loghain informiert. Wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Loghain. Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche, vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Das müssen Loghain und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Arbeiten wir daran nicht gerade? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht, soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Das gibt's gratis als Dreingabe. Jedenfalls hätte ich euch nach Ende des Verhörs einen Vorschlag zu unterbreiten, wenn ihr ihn hören möchtet. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen.